Drei Kameras und Schweißgeruch. Das wäre aber schärfentechnisch sehr desaströs. Wie deine ganze Erscheinung. Ah! Aua! Oh, ich hab ja wirklich getroffen. Ich hab ja wirklich getroffen. Wenn die jetzt kaputt ist. Ach Quatsch, von einem Gummi doch nicht. Hallo liebe Beberetten und Bebers, weil man nennt die Damen zuerst. Oha. Das weiß ich. Ich komme nämlich aus einem guten Haus. Ja, Ich habe eine neue Brille. Bei 10.000 Likes kaufe ich mir noch eine neue Brille. Genau, weil wenn wir 10.000 Likes haben, kannst du die neue Brille auch vielleicht leisten. Ja, mach ich. Wie kam's? Was war die Frage? Wie es kam. Mit der Brille? Ja. Ich wollte mich umorientieren. Das hört sich ein bisschen komisch an. Ja. Nee, ich habe früher meine Brille getragen, hatte dann 2 Jahre lang keine getragen, einfach aus ästhetischen Gründen. Die war auch richtig scheiße. Ich glaube, die haben wir sogar noch auf diesem Kanal. Besser nicht. Okay. Aber es wird auch, ich glaube, die User würden es auch vertreten. Okay, es läuft ja schon. Wie war deine Woche, Christoph? Besser als die letzte. Ist nicht wahr. Doch. Ist nicht wahr. Doch. War besser als die letzte. Ich bin übrigens dazu übergegangen, mein Gehirn umzuprogrammieren. Wohin? In mehr Happiness. Wie geht das denn? Indem du dir 21 Tage lang, jeden Tag, 3 Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist, über die du glücklich bist. Aber das wiederholt sich nach dem 2. Tag. Das mache ich. Und dann ist man nach 21 Tagen ist man geheilt, oder was? Nach 21 Tagen hast du eine allgemeine positivere Einstellung zum Leben. Ich habe übrigens eine Frage an dich, Christoph. Mhm. Hast du meine Star Wars Cap gesehen? Was war die Frage? Ich finde, Star Wars verknüpft ja so die Generation. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Wie war denn deine Woche? Also ich habe noch nicht viel erzählt, aber du kannst ja erstmal schon mal sagen, wie deine war. Meine Woche war, wann hat die denn angefangen? Was war die Frage? Wir waren in Mainz bei meinem neuen Arbeitgeber. Das kannst du doch jetzt erzählen, weil das ist ja schon offiziell. Apropos, was mir in diesem Zusammenhang einfällt, unsere YouTube-Wiki-Page ist tatsächlich angepasst worden. Oh, ja. Bin ich rausgestrichen worden? Nee, du stehst jetzt drin, es steht jetzt drin, besteht aus einem aktuellen und einem ehemaligen Mitarbeiter von Animal Beyond. Das ist ja immer richtig. Nochmal für dich, der das immer schreibt. Mein Arbeitgeber ist TwinTV und wir arbeiten im Auftrag von Funk. Twin.tv.ug. Ja, TwinTV.ug. Weißt du, was ich machen wollte? Ab jetzt müssen wir live gehen auf Instagram. Stimmt, kann man neuerdings machen auf Instagram, ja, live gehen. Und das machen wir doch jetzt mal. Ja, nicht, dass das gleich det macht. Wieso habe ich das hier noch nicht? Aber jetzt muss man echt aufpassen, was man sagt, ne? Oh, The Unicorn. Hallo, The Unicorn. So. Oh! Was ist das? Herzchen. Herzchen. Ui. Heißt das, wir sollen uns jetzt küssen? Nein, machen wir nicht. Also. Und bist du jetzt voller Elan und voller... Gestern war ich noch mit meinen Eltern essen. Wo wart ihr essen? Im Mercator Deluxe, sehr guter Laden. Oder war ich auch schon ein paar Mal. Richtig geile Nachtischplatte haben die da. No richtig placement, geiles Fleisch. But it's very good. Ja, very, very good. It's a little bit expensive. Oh, das geht aber. It's in the range. You know, you can afford it. But here, very nice. Was war die Frage? Wir sind richtig krass live, ey. Ich habe La La Land gesehen. Stimmt, diesen Sing-Song-Film. Ja, ich fand den, ich weiß, ne, du findest den scheiße. Du hast ihn auf Englisch geguckt, weil du immer alles auf Englisch guckst, weil du Englisch gut kannst. Ja, was war denn nochmal auf YouTube? Irgendwas war auf YouTube los. War das mit dem deabonniert Bibi und abonniert Gronkh nicht? Ja. Hast du da mal die aktuellen Zahlen geguckt? Nee. Hat Gronkh jetzt schon, ich hab mein Handy ist ja schon da. Zweiter jetzt? Ich kann jetzt gar nicht gucken. Ist der schon Zweiter jetzt? Ist Gronkh Zweiter und Bibi Erste? Ich denke mal, aber weißt du, was ich auch krass finde? Das habe ich nämlich bei Dr. Trashback. Dr. Trashback. Ich glaube, wenn das soweit ist, dann ist Deutschland dem Untergang geweiht. Oh, das tut mir leid, das nehme ich zurück. Ah! Der ist ja auch jetzt bei Radio Energy, habe ich gesehen. Ja, weil der eine gute Radiostimme hat. Ah! Was war die Frage? 3 Kameras und Schweißgeruch. Dass die Bibi innerhalb eines Monats 120 Millionen Views gemacht hat. Und wir wissen beide, was sie damit verdient hat in diesem Monat. Money. Sehr viel Geld. Ja. Und dann hat die noch Bilou im Laden stehen und alles Mögliche. Ach, die ist rich as fuck. So Leute, wir machen mal wieder aus. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich auch. Tschüss. Ich kann dann nicht mehr so. Peace, gehen raus. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Das muss ich auch dazu nochmal sagen. Letztens hatte ihr so ein Video hochgeladen, wo die Bibi den Julenko mal wieder prankt, weil die laufen ja ziemlich gut, die Videos. Wo sie ihm sagt, sie hätte sich jetzt für eine Schönheits-OP an ihren Busen interessiert oder hätte schon sich einen eingeholt und er ist ja dagegen. Aber es war von vorne bis hinten, wusste er schon Bescheid, weil erstmal waren ja die Rollos fast ganz unten, dass man bloß nicht rausgucken kann. Das ist alles abgekatert. Die ist nicht authentisch, die Frau. Die macht die Videos nur, um Geld zu verdienen. Wir nicht. Wir oder? Lieben ja, unseren... Kann man sagen, oder? Wir lieben es. Ist doch so. Kein YouTuber ist authentisch, außer wir. Ach, apropos, morgen wird ja der Trumpy
Also heute ist ja Donnerstag. Hingesetzt, der, wo sich die, wo kein populärer Künstler auftreten möchte. Three Doors Down. Jemand hat nie ihren letzten Hit von 38 Jahren. Und diese andere. Und diese Junge, die da die Hymne singt, die mal irgendwo mitgemacht hat und Zweite geworden ist. Diese Fünftplatzierte irgendwo. Ja, die 16 Jahre alt ist. Also Trump, ich sag nur. Gibt's einen unserer Abonnenten, der Trump gut findet, der darf uns deabonnieren. Das würde mich auch interessieren. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir wirklich noch ein Let's Play machen sollen. Wir machen sowieso eins, weil wir nur das machen auf unserem Kanal, was uns gefällt. Schon mal klar. Was war die Frage? In dem Sinne, liebe Beberetten und liebe Bebers, wir wünschen euch ein noch schönes Wochenende, eine Restwoche, kann man sagen. Tschüss! Macht's gut, ihr Freaks!